willkommen zu einer neuen Folge Pokémon. Ich reacte in diesem Video auf die Pokémon Direct zu Pokémon Schwert und Schild. Lasst ein Like und ein Abo da, dass ihr meine Arbeit schätzt. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr und teilt das Video mit Freunden. Ich werde jetzt eigentlich nur noch irgendwelche Pokémon-Videos bringen zum Thema Pokémon. Ich war auch kein, aber glaube ich, kein Let's Plays. Und ich habe mir noch ein anderes Spiel überlegt, über das ich auch Videos machen will. Also seid drauf gespannt. Und dann viel Spaß mit der Reaction. Ich muss jetzt nachvertonen, darum nehme ich jetzt auch nur das Gameplay und nehme nicht den Ton davon auf, also jetzt schlechten Ton raus, weil so passt es einfach besser zum Hören halt auch. Dass man auch um mich gut hört. Auf jeden Fall ist das erstmal die Starter. Richtig geile Animation. Aber wer ist die andere Person da? Die hat man noch gar nicht gesehen. Das ist die Direct. Meine Reaction da drauf. Was sind das für geile Orte? Und wer ist das? Das? Pokémon kann man auch im wilden Gras treffen, okay. Das wird aber angekündigt. 3 neue Pokémon. Ja, geil. 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 Ich hoffe, das Release-Date wird auch bekannt gegeben. Oh, das sieht so geil aus. Das gibt eine Mine. Was sind das mit für coole Orte? Was ist das für ein neues Pokémon? Was ist das denn? Also die schwarze. Das sieht episch aus, die Map. Oh, man kann auf Pokémon durch Seen treffen. Das ist geil. Geil. Garados auch im See. Auch Pokémon Seen. Oh. Das sieht so krass aus. Es gibt so viele neue Pokémon. Warte gerade, Trasladiero? Oh, man kann noch Pokémon aus dem... Was ist das da? Was wird das? Okay. Das ist irgendwie so eine Ultradimension. Woo! Was ist das? Ein Mega-Garados. Nee. Wieso ist das Garados so groß? Was soll das für eine Attacke? Ist das Hydro-Pumpe oder was? Kann Garados überhaupt Hydro-Pumpe erlernen? Was zur Hölle? LOL! Ich nehme den Text nicht mit Daumen, weiß ich auch nicht, was passiert. LOL! Wieso ist das Raichu jetzt so ultra groß? Mega Raichu vielleicht? Okay, der Donnerblitz ist auch generell so OP. Pokéball? Wie groß ist der Pokéball bitte? Was ist das für eine geile Sache? Das kann ein Pokémon dadurch fangen. Was ist das? Das ist die Arena. Das ist die Arena. Safe. Oh, so geil. Wer ist das für ein scheiß Arena-Leiter? Okay. Werf. Was zur Hölle? Der mit Pflanzen schon mega geil finde. Und was ist für ein anderes Pokémon da? Vom Arena-Leiter. Was ist das für große Haare? Was es ist. Wer ist das? Ansage, was? Hier nochmal 3 Starter, nur ein paar Bilder davon. Wirklich alle 3 Starter, ich war so kacke, wie ich mir vorgestellt habe. Also Wasserstart fällt für mich irgendwie raus. Wie geil sieht das denn aus, diese Orte? Och, es ist London, es ist London. Okay, man kann natürlich auch alte Pokémon finden, war mir eigentlich klar. Und so, auch bekannte Attacken. Diese Kameraschwingung und Führung. So geil. Was wird das jetzt? Ist ja ein Pokémon vorgestellt. Ist das normal? Wenn das ein normal Pokémon ist und kein Gras-Pokémon, ist es das VM-Sklaven-Pokémon. Ganz klar. Ganz klar einfach. Das ist doch Pflanze, garantiert. Gossiflor. Das ist ein Pflanz-Pokémon, okay. Sieht irgendwie voll scheiße aus, aber egal. Pflanze? Was ist das denn? Das sieht eigentlich mega nice aus. Detnor. Ich habe mal Pokewiki nachgeguckt. Ich bin gerade irgendwie sehr müde, keine Ahnung wieso. Also vom Sprechen. Und das hat, glaube ich, den Boden-Wassertyp. Also schon mal eine geile Typ-Kombination. Hoffentlich kann man das am Anfang ran. Oh, was ist das? Das ist mein Lieblings bisher. Corviknight. Was zur Hölle? Wie geil sieht das aus? Guckt euch mal diesen Adler an.
Ich habe auch nachguckt, das Stahlflug, mega geil. Oh, Gott, ich höre. Was ist das? Was ist das? Entwickelt. Es entwickelt sich. Der Entwicklungsstream sieht immer mega nice aus. Nein, das ist die Weiterentwicklung von diesem Gossiflor. Eldegoss. Scheiße, sieht das scheiße aus. Nein, stopp. Ich möchte das nicht sehen. Stopp. Halt, stopp. Nein. Das hat, die hat ein Afro. Afro. Akani. Okay. Iskalar und Milsa. Oh. Der See, wie sieht der krass der denn bitte aus? Wild Area, ist das? Was kann man jetzt machen? Was sind wir immer sehen? In jedem Video, keine Ahnung wieso. Relaxo! Relax confirmed! Ich kaufe mir das Spiel. Ich kaufe mir das Spiel. Relaxo confirmed, ich kaufe mir das Spiel. Geil. Wenn es Relaxo gibt, nehme ich das, kaufe ich das Spiel garantiert. Was passiert jetzt? Man kann sich umdrehen! Was? Man kann auch Wildpunkte und Gras finden anscheinend. Aber man kann sich umdrehen? Wie geil ist das denn? Geil. Geil. Oh. Was ist das? Was ist das? Okay, Raichu. Dynamax. Okay, noch ein paar Attacken dazu. Aber wie geil sieht der Attack-Screen aus? Ich check's nicht. Ich finde dieses Spiel schon jetzt geil. Was ist eine geile Attacke? Bitte, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Down. Donnerblitz von einem, von der Pikachu-Reihe. Überlebt nicht mehr Boden-Pokémon. Es entwickelt sich ganz krass zurück. Lol. Das sind die Max-Raid-Boss-Kämpfe. Gegen Pokémon, die man auch nur manchmal nur bei den Max-Raid-Boss-Kämpfen fangen kann. Das ist wie ein Z-Move oder Mega-Entwickler. Sneebunner. Sneebunner ist auch ultra geil. Finde ich zumindest. Muss jetzt kurz gehen. Max-Raid-Battle. Das entwickelt sich dabei nicht zurück, geil. Das wird zu schön schwer. Ist es, lol, ist es Eisspitzer? Wie heißt das denn? Ich check's nicht. Lol, da werden Pokémon irgendwie deutlich größer. Ich möchte meinen Violet Dynamaxen. Violet wird Dynamaxed. Weavile Speak. Wie geil sieht das Grafik aus? Vom Menü auch noch. Krass, legendär. Pixie, okay. Dicta. Ja, Dicta ist geil, Dicta ist geil. Und Morlord. Ist das ein Top 4? Ist das ein Top 4? Oder ein Arena-Leiter? Champ! Was hat der bitte für ein Scheiß da an? Was hat der bitte für ein Scheiß an? Was hat der Champ? Der verdammte Champ für ein Scheiß an. Der Glurak. Der hat einen Glurak. Lölöl. Was ist Status? Ist confirmed okay. Und ja, vorher Status okay. Okay. Und noch ein jüngerer Bruder. Das ist ein Rivale. Hopp. Wie sind die denn? Hopp. Was zur Hölle? Pokéball Love. Ja. Der nimmt Memion. Och, das ist geil. Zocken die, wie ich in der Schule. Genau. Nee, das ist, wer ist das? Das sind zwei Personen. Okay, zwei Frauen. Habe ich gut erkannt. Professor Magnolia. Das ist der Professor wie der Eich. Geil. Und Sonja. Ja? Okay. Jetzt wird ein Arena-Leiter vorgestellt. Ich finde Arena-Leiter wirklich nicht gut. Er guckt irgendwie so mal so komisch. Oh, Arena sieht nice aus. Sieht wirklich richtig nice. Der Dynamax seinen Gossiflor. Oder, nee. Aldegall. Wow. Bestes Englisch. Was zur Hölle, wie geil die
Typ aus. Was zur Hölle? Scheiße, man vergesse ich es mir. Scheißegal. Aber egal, sie. Das Kotzen. Nein, ich muss nur husten, aber egal. Wie geil sieht Chimpep aus? Hier ist übel. Milo. Okay. Okay. Irgendwie sieht er komisch aus. Der sieht, also sieht voll komisch aus. Extrem komisch. Ich höre Musik. Hä, ist das? Das sind Legendaries. Das sind Legendaries. Ach du Scheiße. Welcher ist welcher? Schwert und Schild. Ich wollte mir von Anfang an Schwert kaufen. Die Legendary von Schwert ist verdammt nochmal besser. Der von Schild sieht scheiße aus. Ja, nicht so scheiße, aber trotzdem. Ich glaube, die sind so Stahl irgendwie. Keine Ahnung. Stahltyp halt. Oh. Was zur Hölle? Und? Name? Session, Samazenta. Samazenta klingt irgendwie so japanisch oder sowas. Release Day? 15. November, ich wusste es. Irgendwie Mitte November oder sowas. 15., 16., 17. Ich wusste es. So geil, dieses Spiel, Mann.